sind die Großstadtengel und wollen mit euch tanzen. Seid ihr bereit für den Regenbogentanz? Ja! Dann macht jetzt alle mit! Und wir malen mit den Armen einen Regenbogen an. Hoch über unseren Köpfen, so weit wie jeder kann. Und stellen mal ein paar Wolken, dann schieben wir den weg. Ein Fang mit beiden Armen, zur Seite, weg, weg, weg. Jetzt machen wir den Regenbogen bunt und schön. Wir stellen uns vor das bunte, bunte Eimer stehen. Jetzt tauchen wir die Hände in die bunten Eimer ein. Dann rauf zum Regenbogen, richtig bunt soll er sein. Ja, meine Damen und Herren, was kann es ein besseres Willkommen geben bei einem Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft als durch die Kinder, die unsere Zukunft sind. Wir sahen die Kinder von Freilenhagen aus dem Kindergarten, der gleich nebenan ist, mit ihrem Regenbogenlied. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die haben nämlich extra wegen uns ihr Laternenfest verschoben. Das findet erst morgen statt. Als kleine Entschädigung soll es wenigstens die Stutenkerle schon für euch geben. Die holt ihr euch bei meiner Kollegin ab. Und für den Kindergarten, die Kinder, die nicht kommen könnten, ist dort auch ein ganz großes Glas bunter Buntstifte, damit ihr euren Regenbogen euch auch weitermalen könnt. Vielen, vielen Dank. Vertretung von Herrn Landrat Stolz, den Abteilungsleiter der Abteilung Ländlicher Raum, Herrn Johannes Michel aus dem Main-Kinzig-Kreis. Sie wissen ja, dieser Wettbewerb besteht aus drei Landkreisen in diesem Jahr, die gemeinsam eine Region bilden, hier aus Nordhessen und zwei südhessische. Herr Michel, schön, dass Sie da sind. Auch Herr Landrat Krebs. Auch Herr Landrat
Krebs vom Hochtaunuskreis lässt sich entschuldigen, aber die Frau Maria Roth-Peters, die erste Stadträtin der Stadt Usingen, wird ihn sicherlich gut vertreten. Herzlich willkommen, Frau Roth-Peters. Sehr geehrter Herr Landrat van der Horst, sehr geehrter Herr Bürgermeister Vollbracht, Herr Ortsvorsteher Schwächel, sehr verehrte Vertreter der politischen Gremien, nicht nur aus Waldeck-Frankenberg. Ich sehe, wir haben den Herrn Hesse als Kreistagsvorsitzenden von uns dabei. Bürgermeister habe ich gesehen, sondern auch alle kommunalen Vertreter aus den anderen Landkreisen. Ich begrüße meine Bewertungskommissionsmitglieder und ein Willkommen der örtlichen Presse. Schön, dass Sie da sind und nicht zuletzt, liebe Ehrengäste. Und mit Ehrengäste meine ich nicht nur die geladenen Gäste, die hier vorne in den vorderen Reihen sitzen, sondern Sie alle. Denn Sie, die Bürgerinnen und Bürger der 13 Dörfer, die am diesjährigen Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilgenommen haben, Ihnen gilt heute unser besonderer Gruß. Wir beglückwünschen Sie zu Ihren Leistungen und möchten Ihnen mit dieser Siegesfeier auch ein wenig danken, dass Sie mit so viel Freude Ihren Ort, Ihre Orte präsentiert haben. Sie haben der Bewertungskommission während der Bereisungstage viele gute Ideen zur Gestaltung Ihrer Heimatorte präsentiert, einiges zum Abgucken. Sie haben uns verwöhnt mit regionaltypischen Köstlichkeiten. Wir, die Bewertungskommission, haben gern alles mitgemacht, was Sie sich ausgedacht haben. Wir waren begeistert über Ihren Elan und Ihre zukunftsweisenden Ideen, mit denen Sie aktiv Ihre Heimatorte gestalten und so den ländlichen Raum voranbringen. Und ich glaube, das ist es, was wir alle wollen. Das ist nur möglich durch ehrenamtliches Engagement, innovative Ideen und ein enormes Durchhaltevermögen, diese Ideen dann auch umzusetzen. Eine intakte, nach vorn blickende Dorfgemeinschaft ist das A und O und die Grundvoraussetzung hierfür, frei nach dem Motto, unser Dorf hat Zukunft. Bevor wir nun zur Begrüßung des Hausherrn, des Herrn Ortsvorsteher Martin Schwächel, kommen einige organisatorische Dinge. Jetzt ist erstmal die Küche geschlossen. Ich hoffe, Sie haben sich schon ein bisschen stärken können. Sie haben die Möglichkeit, nach der Veranstaltung noch eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Und alle, die eine längere Anreisestrecke hatten, hoffe ich, haben sich schon gestärkt. Mit Getränken werden Sie selbstverständlich durch die Landjugend den ganzen Abend versorgt. Vielen Dank hierfür. Und im Vorraum, wer dann Bedürfnis hat zu rauchen oder so, sind auch Stehtische für Sie aufgebaut. Sie haben gesehen, wir haben regionaltypische Spezialitäten zu einem ganz geringen Preis für Sie vorbereitet. Alles heimische Produkte. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie großzügig aufrunden werden, denn die Überschüsse kommen dem Ort zugute. Und Sie wissen ja, leise rascheln ist besser als laut klimpern. Im Anschluss des offiziellen Teils sollen Sie nicht gleich nach Hause fahren, sondern noch gemütlich verweilen. Hier ist die Musik schon aufgebaut. Die beiden DJs Marcel und Benjamin werden dafür sorgen, dass uns hoffentlich auch noch ein fröhlicher Abend beschert wird. So, nun soll es offiziell losgehen. Herr Schwächel, Sie haben das Wort. Guten Abend. Das geht doch ein bisschen lauter, oder? Guten Abend. Oh, geht doch. Ich heiße Martin Schwächel und bin hier der Bürgermeister in Fringhagen. Wir folgen uns, dass wir heute hier in unserer Stadt Fringhagen begrüßen können. Wir haben seit 1253 Jahre Stadtrechte und wenn uns an der Grenze vom Walleck in das Hessenland immer was infallen lassen, wie wir zurechtkommen. Weil wir haben eine ganz schlechte Verbindung mit der Bahn, wenn wir mit dem Landrat schwatzen.
Und der Glasfaserkabel hätte auch noch einen grauen Bogen um uns gemacht. Unser Hemi, manchmal unsere Sorgen. Aber mit dem Kabel habe ich jetzt wieder in der Tidung gelesen, jetzt halt vorangegangen. Wenn sie doch so eine Gemeinschaft gründen, ne? Also für Frickenhagen ist das auch gut. Und im nächsten Jahrhundert, da wo unsere Berg, die Hälfte von unserer Fläche hier in Frickenhagen gut macht, ca. 2000 Hektar, die wirtschaftliche Grundlage für unsere Gemeinde. Die Berg wurde nie abgedeiht. Aber die Lüde, die Frauen in den alten Stadtmühren gewohnt haben, bekamen ein Holtrecht. Und das hat immer noch Bestand. Und dafür setzen wir uns in. Und in dieser Zeit, wo das mit dem Gas ganz knapp wird und schon ist, ist es umso wichtiger, wir haben Holt. So wurde ein Teil von dem Holt an die Lüde verteilt und dem anderen Teil hätte die Gemeinde dann für dürres Geld verkauft. Und dadurch hatte der Gemeinderat hier in Frankenhagen immer viel Geld. Nach dem Zweiten Kriege konnten wir viel Holz verkaufen. Und mit dem Gelde wurden dann hier in 1953 der Schwimmbad da oben, hing wie der Sportplatz und diese Halle gebugget. Bis in die heutige Zeit ist diese Anlage was Besonderes in unserem Landkreis. Die Schaule am Fährspann da oben rechts mussten wir leider stehen in 2005 tagen, weil wir so wenig Kinder hatten. Sie wurde dann in 1963 gebucht. Als wir schon immer unsere Bedenken hatten und immer noch hin, wurden wir in 1972, ich sage, zwangs in Gemeinde noch überlegen. Wir sind nicht freiwillig gegangen. Das werden wir festhalten. Zu dieser Zeit in 72, 73 und 74 brauchten die Lüde in Frickenhagen kein Watergeld bezahlen. So wurde damals. Und danach hat sich einiges verändert. Und nicht vieles und nicht alles ist auch besser geworden. So, und wir haben uns dieses Jahr die Mühe gemacht. Durch Corona ist es ein bisschen später geworden. Wir haben unseren Ort präsentiert. Und wir haben uns zur Schau gestellt und haben gesagt, bewertet uns mo, das hat Maut gefordert. Und alle, die hier mitgemacht haben, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich denke, ich will mal zwei Namen nennen. Das ist einmal, wir haben ein bisschen aufgeteilt, das ist einmal Druten, wir haben ein bisschen eher angefangen mit ihrer Arbeit schon in 2016. Sestheim. Das ist die Andreas Regnet, die da einiges vorangebracht hat. An dieser Stelle, ich glaube, ist nicht da, da müssen wir der Ute, dann ein bisschen Flasche Wien mitgehen. Ganz herzlichen Dank. Und hier im Ort, ich denke, hat der Maris Schäfer in den letzten zwei Jahren einiges bewirkt. Und an dieser Stelle, der Maris, herzlichen Dank. Aber das sei die Leistung der anderen auch nicht schmälern. Wenn ich heute oben die gucke, sind die ganzen Vereine, die hinter der Theke sind, die Jungs von der Landjugend, die machen Musik. Wir haben die Landjugend, das ist die Grundlage, damit wir später auch die Vereine mit jungen Lüden wieder dann mit voll bekommen. Und da auch an alle Stellen, die hier sind, die Landfrogen, die Essen und Trinkmarken, die Theke, die den Saal aufgebucht haben, die im Ort dieses Jahr mit uns gegangen sind, die Musik gemacht haben, auch irgendwie im Holtrecht ganz, ganz herzlichen Dank. Nämlich, das würden wir hier oder oben von uns, von den paar Lüden ganz alleine schon. Dankeschön. Wir wollen ja in 2003 schon mal dabei und da haben wir uns überlegt, auch, Donau, was kann man machen? Ich bin seit sechs Tagen auch hier Ortsvorsteher und wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, wie seid wieder gegangen. Und da haben wir in dieser Zeit den Verein Landfruchtwende gegründet mit dem Namen Mi Marken Frickenhagen wieder Kraut. Das ist jetzt ganz gut integriert. Wir arbeiten ganz gut zusammen, wir haben einige Ideen, wir bogen jetzt seit Rothus um. Rothus ist auch schon einiges passiert und ich denke, so kommen wir nach vorne. Und ich denke auch an die Frömmen, die heute da sind. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend und neuer, eine gute Heimfahrt, dass nichts passiert. Und uns allen einen wunderschönen Abend. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Ortsvorsteher Schwächel. Ich gehe davon aus, dass auch die südhessischen Personen, die hier sind, ihn verstanden haben. Das waren wahre Worte. Vielen lieben Dank. Herr Bürgermeister Vollbracht, ich bitte um Ihr Grußwort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem wir so toll von der Zukunft begrüßt worden sind hier heute Abend, möchte ich einfach ja, Sie alle ganz herzlich hier nochmal begrüßen im Namen der Nationalparkstadt Waldeck. Sehr geehrter Herr Landrat, Sie begrüße ich besonders und Frau Göbel natürlich auch, die uns auch durchs Programm führt. Die Veranstaltung ist wunderbar vorbereitet von der Frau Göbel. Ganz wunderbar natürlich von den Leuten hier aus Weinhagen, sei es die Landjugend, DJ und wer auch immer alle beteiligt ist. Ich finde es ganz toll, dass wir diese Veranstaltung in der Nationalparkstadt Waldeck hier im Stadtteil Weinhagen durchführen können. Ich denke, der Wettbewerb Unser Dorfer Zukunft ist ein ja, prima Wettbewerb, der vor allen Dingen neue Ideen, der die Leute animiert, neue Ideen zu entwickeln, um unsere Ortschaft, unsere Dörfer nach vorne zu bringen. Denn der demografische Wandel, der hat halt die letzten Jahre keinen Halt gemacht. Corona hat das Ganze jetzt mal ein bisschen abgebremst, zumindest aus Sicht der Nationalparkstadt Waldeck. Wir haben nur noch einen kleinen Ort, wo die Einwohnerzahlen zurückgegangen sind. Ansonsten ist die letzten drei Jahre stagniert, sogar in ein paar Stadtteilen ein bisschen gestiegen. Aber das müssen wir in den nächsten Jahren natürlich weiter beobachten und weiter versuchen gegenzusteuern. Und da hat Weinhagen sich aufgemacht mit dem Wettbewerb, mit der Teilnahme. Und da habt ihr ganz tolle Ideen, die ihr entwickelt. Ihr seid also nicht umsonst Sieger in Waldeck-Frankenberg geworden. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das gemacht habt, so tolle Ideen entwickelt habt. Und ich denke, das geht hier in Freienhagen auch weiter. Herzlichen Dank dafür. Ja, die Nationalparkstadt Waldeck, die hat so gut 7000 Einwohner, 10 Ortsteile. Und natürlich hat jeder Ortsteil Bedürfnisse. So ist das in Freienhagen natürlich auch und der Martin Schwächel hat es eben schon wunderbar dargestellt, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, das alte Rathaus umzubauen zu einem Dorftreff und das ist jetzt wirklich in, ja, in guter Lage und vor allen Dingen auch in guten Händen, habe ich so den Eindruck. Wir haben da ein gutes Miteinander gefunden von Seiten der Stadt, aber auch vom Ort Freienhagen mit dem Verein, mit dem Ortsbeirat. Und ich denke, da wird was Tolles draus und da kann sich Weinhagen natürlich auch deutlich weiter und positiv weiterentwickeln. Weinhagen ist ein Ortsteil, der geprägt ist durch die Bundesstraße, die hier durch den Ortsteil geht, mit ca. 7000 Kraftfahrzeugen, die sich hier jeden Tag durchschlängeln. Und dadurch ist natürlich auch Weinhagen auch enorm durch den Verkehr belastet, sei es die Lautstärke, aber auch natürlich die anderen Nebenwirkungen, die das Ganze so hat. Ich wünsche uns allen hier in Freienhagen einen wunderschönen Abend. Es ist alles toll vorbereitet. Genießen Sie den Abend. Seien Sie uns herzlich willkommen und ja, auf ein paar fröhliche Stunden. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Vollbracht. Ich bitte nun unseren Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Herrn Jürgen van der Horst, um ein Grußwort. Okay. Ganz schön. Okay. Nur so ein bisschen sagt man heute, aber das wollen Sie hier nicht hören. Ja, sehr verehrter Herr Ortsvorsteher, Entschuldigung, Herr Bürgermeister Schwächel, vielen Dank für die sehr stimmungsvolle Aufnahme hier in der Stadthalle in Freienhagen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir stolze Freienhagener vor uns haben, die sicherlich seinerzeit Anfang der 70er Jahre ein Stück weit sich schwer getan haben, in der Großgemeinde der Stadt Waldeck aufgenommen zu werden. Aber ich glaube, es ist gelungen. Und der Bürgermeister Vollbracht hat deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich freut darüber, einen so ambitionierten und engagierten Ortsvorsteher und Bürgermeister hier vor Ort an seiner Seite zu wissen, eine solche tolle Gemeinschaft in Freienhagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Herren Bürgermeister, sehr verehrte Ehrengäste, ich darf Ihnen die herzlichen Grüße der Gremien des Landkreises Waldeck-Frankenberg übermitteln, auch im Namen unseres Kreistagsvorsitzenden Rainer Hesse. Der Gruß geht insbesondere natürlich an unsere Gäste aus Südhessen mit der weiten Anfahrt aus dem Main-Kinzig-Kreis und Hochtaunus-Kreis. Eine interessante Konstellation, das haben wir nicht so sehr häufig. So eine Kooperation von Waldeck-Frankenberg
im Norden und Hochtaunuskreis und Main-Kinzig-Kreis im Süden. Man könnte sich, glaube ich, daran gewöhnen und die Freien Hagelmänner geben sich ja allerbeste Mühe, als gute Gastgeber einen Werbeblock zu schalten. Vielleicht können wir das mit einem einen oder anderen Gegenbesuch mal verbinden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute da auch, um zu gratulieren. Zunächst mal gratuliere ich allen Teilnehmern, die sich an diesem Wettbewerb engagiert haben. Tatsächlich ist dieser Wettbewerb unser Dörfer Zukunft, der hat auch verschiedene Vorläufer, ja ein Erfolgsmodell seit vielen Jahren. Schon die Teilnahme lohnt, das macht was mit dem Ort. Man führt wieder mal gemeinsame Projekte nach vorne, rauft sich zusammen, verbringt Zeit miteinander, entwickelt Ideen und das wirkt in aller Regel über die Teilnahme am Wettbewerb auch deutlich nach, also insoweit ein Gewinn für die Gemeinschaft. Wir dürfen den Gewinnern gratulieren, ja, unter den Besten mag es allerbeste geben, die sich an einem tollen Teilnehmerfeld hervorgetan haben, davon werden wir gleich heute noch mehr hören und wir sind ja auch nicht zufällig in Freienhagen zu Gast, das hat ja auch seinen guten Grund. Ich möchte aber auch der Bewertungskommission gratulieren. Die Bewertungskommission hat jedes Jahr den besten Job überhaupt. Sie kommen herum, lernen tolle Menschen kennen, werden in aller Regel herzlich empfangen, bekommen viele kreative Ideen präsentiert und immer dann, wenn ich mich mit den Vertretern und Vertretern der Bewertungskommission, die auch nicht zufälligerweise meist langjährig am Einsatz sind, wenn ich mich mit ihnen austausche, schaue ich immer in sehr zufriedene und freundliche Gesichter. Die haben den besten Job von uns allen und deshalb auch da meinen herzlichen Glückwunsch für diese Aufgabenstellung und für die klugen Entscheidungen, die wir dann heute ja auch mit Ihnen gemeinsam angemessen würdigen wollen. Abschließend müssen wir aber eigentlich uns allen gratulieren. Wenn wir uns vor Augen führen, wie lebendig die Orte sich organisiert haben, wie viel Potenzial da ist, wie viel Energie da präsent ist, da muss uns die Zukunft des ländlichen Raums nicht bange werden. Und da gibt es neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute noch viele weitere Orte, die sich ebenso toll präsentieren und eine ganz hervorragende Lebensqualität auch den Menschen bieten. Das ist ein gutes Gefühl und das ist eine gute Einstimmung auf einen, wie ich es heute sicher mit Ihnen erwarten darf, sehr schönen Abend mit guter Unterhaltung. Und ich freue mich jetzt auch gleich auf die Präsentation unserer ersten Platzierten und hoffe auf einen sehr schönen, angenehmen Austausch. Und vielleicht können wir ja zum Schluss ja nochmal verabreden, wie wir einen klugen Gegenbesuch im Süden organisieren bekommen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und ich freue mich auf eine gute gemeinsame Zeit mit Ihnen heute Abend. Dankeschön. Vielen Dank, Herr van der Horst. Das waren sehr schöne Worte. Ich glaube, da wird uns allen ganz warm ums Herz, wenn wir so viel Lob kriegen. Vielen Dank, Sie als Vertreter Ihrer Orte auch. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, was sind das denn für zwei Siegerorte? Warum waren wir denn vielleicht nicht dabei, fragen sich die, die aus den anderen Orten hier sind. Sie waren ja dabei, nur nicht vielleicht ganz hoch. Und wissen Sie, wo Brachttal-Streitberg liegt? Ich wusste es vorher auch nicht. Aber die Streitberger, ich will nicht sagen, die sind sehr streitselig, aber die sind heute hier, Sie können sie gut erkennen. Und ich bitte nun Herrn Ortsvorsteher Thorsten Gast, uns Streitberg einmal ein bisschen näher zu bringen, damit wir auch wissen, Herr van der Horst, wohin wir vielleicht fahren sollten. Bitte schön. Ja, hallo und schönen guten Abend aus Streitberg nach Freienhagen. Ich kann Sie nicht auf Platt begrüßen. Ich kann es aber auch nicht auf Hochdeutsch, muss ich gestehen. Da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch. Nervosität tut ihr Übriges, aber irgendwie werden wir es gemeinsam schaffen. Ja, schönen guten Abend, wie gesagt, aus Brachttal-Streitberg, liegt im Main-Kinzig-Kreis. Man könnte sagen, zwischen Frankfurt und Fulda an der A66 gelegen auf halber Strecke und dann noch ein Stück weit ins Geräusch hinein in Richtung Vogelsberg, einen schönen Vogelsberg. Was man hier sieht, das ist eigentlich ein Abzug aus einer PVC-Plane, so könnte man es aber auch sagen.
Damit haben wir unseren Ort präsentiert. Das waren so PVC-Banner in der Größe von 1 Meter auf 80 Zentimeter. Die haben wir im Ort an verschiedenen Positionen verteilt, um Spreitberg zu präsentieren und zu erklären. So war es früher einmal, das hat sich weiterentwickelt und das tut es auch heute noch. Das ist aus einer Postkarte von 1908. Von den Gebäuden gibt es heute noch eins, und zwar ist das dieses da, das ist die alte Dorfschule. Die wurde dieses Jahr zum, ich glaube, dritten oder vierten Mal verkauft. Die anderen Gebäude gibt es so nicht mehr. Jetzt geht es nicht weiter. Jetzt. Ja, die HNA, das ist eine Zeitung wohl von hier aus Nordhessen, die hat irgendwann gesagt, die Freien Hagener hätten 0,5 Punkte mehr als wir. Wir wissen nicht so genau warum, aber es ist so. Deshalb hatten wir ein bisschen das Nachsehen zum Zweiten, aber das ist auch sehr überraschend für uns gewesen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind da die stillen Teilnehmer, weil wir mit 230 Einwohnern im Ort da uns nicht sonderlich große Chancen ausgerechnet hatten. Aber gut, wir sind auch bis in den Landesentscheid damit gekommen und haben am 8. September den 5. Platz belegt. Spreitberg selbst ist jetzt 645 Jahre alt, was man urkundlich nachvollziehen kann. Das sind Sie älter. Das sind Sie älter, ja. Ja, wir sind reifer, würde ich sagen. Okay, Spaß muss sein, gehört dazu, gerade an so einem Abend, Entschuldigung. Spreitberg ist 1970 in die Gemeinde Prachtal, den Ortsteil Prachtal, den gibt es nicht. Der Namensgeber ist die Pracht, die durch das Tal fließt. Prachtal ist die Gemeinde hier im Tal liegen Schlierbach, Hellstein und Neuenschmitten. Und auf den Bergen auf der einen Seite, auf dem Berg, liegt Spielberg und Spreitberg, auf der anderen Seite der Ortsteil Udenhain, der 1974 zwangseingemeindet wurde, wie vorhin auch gehört, hier in Freienhagen. Ups, das war jetzt ein bisschen schnell. In der Nähe von Spreitberg gibt es ein altes Jagdgeschoss, Eisenhammer, der verfällt. Früher hatte eine sehr große Bedeutung gehabt für die Region. Es gab eine Getreidemühle, Schnapsbrennerei, Brauerei, Bäckerei, Möbelschreinerei, all das war dort beheimatet und hat dem einen oder anderen Arbeit, Lohn und Brot gegeben. Heute verfällt das Anwesen. Mal sehen, ob sich irgendwann ein Käufer findet. Das andere, von dem die heutige Gemeinde gelebt hat, war eine Keramikfabrik, Wächtersbacher Keramik, das sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Wächtersbacher Keramik, das Fabrikgelände gibt es heute in einer ähnlichen Form noch, wurde vor 10 Jahren aufgekauft und wird jetzt aktuell von einem Unternehmen weiterentwickelt, in der Hoffnung, dass wir hier ein paar Arbeitsplätze und etwas Einnahmen für die Gemeinde haben. Spreitberg, ich habe vorhin gesagt, liegt auf dem Berg, auf dem Hochplateau, das nennt sich Spielberger Platte. Spielberger ist der Nachbarort. Dort gab es eine Molkerei bis in die 80er Jahre, die gibt es heute auch nicht mehr. Der kleine Ortsteil Spreitberg, ich sagte vorhin, mit 230 Einwohnern, hatte damals 51 Milchlieferanten in die Molkerei. Heute gibt es davon keinen einzigen Betrieb mehr. Ja, das ist eine Entwicklung, die wir so haben. Mit der muss man auch klarkommen. Da sind auch Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Region verändert sich. Vorhin haben wir gehört, demografischer Wandel. Die Leute ziehen weg. Es sind keine Arbeitsplätze mehr in der dörflichen Region vorhanden. Das ist, denke ich, ein Thema. Weil dort, wo Arbeit ist, sind auch die Menschen. Ja, also. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie könnte es weitergehen. Zu Beginn im Ortsbeirat mit 5 Mitgliedern. Aus dem Tal haben wir immer wieder mal gehört, die da oben, früher hieß es, die brauchen kein Dorfgemeinschaftshaus. Wir haben es dann später bekommen, mit Eigenleistung das Ganze aufgebaut.
Heute heißt es ja, vorhin auch schon mal gehört, Glasfaserkabel brauchen die nicht für ihr paar Häuser da oben. Das sind aber alles, Entwicklungen, die nicht unbedingt gut sind für die ländliche Region, wenn man so denkt. Das verstärkt genau dieses Ausdünnen in der Bevölkerung, das Überaltern. Ich denke, man muss da etwas mehr Farbe bekennen, was die Dörfer und die ländliche Region tatsächlich angeht. Da habe ich manchmal persönlich den Eindruck, dass das ein bisschen zu wenig ist, was man da tut. Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, wie greifen die Zahnräder ineinander, wo bekommen wir Geld her, wie kann man Aufmerksamkeit schaffen. Ja, so sind wir unter anderem auf das Dorfentwicklungsprogramm gekommen, aber auch auf unser Dorf hat Zukunft und haben uns angemeldet und mitgemacht. Eins war für uns klar, die Infrastruktur ist das Allerwichtigste für uns. Bevor irgendwelche Flausen in den Kopf kommen, müssen wir schauen, dass wir unsere Trinkwasserversorgung in Ordnung haben, unsere Stromversorgung, all diese Themen. Und sind da mittlerweile auch an vielen Stellen sehr, sehr viel vorangekommen in den letzten Jahren. Das muss man so sagen, unser TGH ist weiter in den Schuss, ist nach 20 Jahren jetzt auch Fassade gestrichen, alles in Ordnung. Die Stromversorgung wurde überarbeitet von den Kreiswerken, also das sieht ganz gut aus. Jetzt planen wir aktuell eine Spielplatzerneuerung, ja, und unser Trinkwasserhochbehälter, das ist auch in Planung. Mal so eine Liste an Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ich möchte Ihnen ersparen, das jetzt alles vorzulesen im Einzelnen. Haben aber da auch an verschiedenen Wettbewerben mitgemacht, wie Starkes Dorf. Auch da hatten wir schon mal das Glück und haben einen kleinen Zuschuss bekommen. Ja, weitere Maßnahmen. Im Rahmen von Unser Dorf hat Zukunft haben wir eine Umfrage gemacht in unserem kleinen Dorf. Hatten immerhin eine Beteiligung von rund 40% Rückläufer. Das fand ich damals sehr erstaunlich und gut. Interessanter Punkt, man sieht es hier. Eigentlich haben alle Streitberger gesagt, sie leben gerne in Streitberg. Das war ja auch schon mal eine schöne Erkenntnis. Ja, das ist ein Foto von der ersten Veranstaltung, die wir im Rahmen von Unser Dorf hat Zukunft gemacht haben. Das war noch vor Corona. Wir haben im Dorfgemeinschaftshaus damals uns mit dem Thema Energie, wo bekommen wir Strom her, wie wollen wir in Zukunft unsere Wohnungen warm bekommen, mit der Frage haben wir uns auseinandergesetzt. Es waren zwei Firmen mit anwesend aus Prachtal und dann hat man nachher auch gemeinsam entschieden, dass wir zwei PV-Parks bauen wollen. Einen in Streitberg, einen im Nachbarort Spielberg. Das war ein Resultat aus diesem Abend, so kann man es letztendlich sagen. Ja, dann kommen wir zu dem, wie wir uns präsentiert haben. Hier sieht man unsere Jugendfeuerwehr. Das Feuerwehrhaus wird auch gerade saniert, das liegt in den letzten Zügen, also auch da passiert etwas. Das Ganze hat Zukunft, wie auch hier die Kinder zeigen. Ja, wir haben also Bambino-Feuerwehr, Jugendfeuerwehr in unserem kleinen Ort. An dieser Stelle herzlichen Dank an Sandra Kreuzer und Jürgen Hau, die sich mit den Kindern beschäftigen und versuchen, die Feuerwehr hier, die aktive Abteilung, am Leben zu halten. Vielen Dank dafür. Dann der zweite Verein bei uns im Dorf, das ist der Landfrauenverein. Die Landfrauen kümmern sich um Babbelabende, Babbelnachmittage, wie man so schön sagt. Aber auch der Nikolaus, der kommt seit Corona hier auf dem Traktoranhänger und fährt die einzelnen Höfe an der Kinder, um die Geschenke zu bringen. Da gibt es weiterhin Bierwanderungen oder Faschingssitzungen, alles veranstaltet von den Landfrauen in Teilen auch mit der Feuerwehr in Verbindung. An dieser Stelle vielen Dank an den Landfrauenverein, alle Helferinnen und Helfer, die da jedes Jahr mitwirken, damit das Ganze läuft und weitergeht. Das sind noch mal ein paar Fotos aus dem Ort. So sieht es bei uns aus. Und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle, die bei den Arbeitseinsätzen rund um unser Dorf hat Zukunft mitgewirkt haben. Wir haben einige
Blühflächen und Rabatten durch das Ort neu angelegt, angepflanzt. Sieht im Frühjahr, Sommer, wenn es nicht ganz so trocken ist, sehr schön aus. Sieht einfach lebendig aus. Das gehört dazu, um guten Eindruck zu machen. Ja, an der Stelle auch ein Dank an unseren Gemeindevorstand, der uns da in der letzten Zeit hin und wieder mit kleinen Finanzspritzen unterstützt hat, dass auch diese kleinen Dinge weitergehen. Ja, ein Dank an die Familie Kosch, die ist heute Abend leider nicht dabei. Die haben sich einem großen Grundstück bei uns im Ort angenommen, sind zugezogen. So sah es da mal aus. Jetzt sind sie schwer am Sanieren, haben zwei kleine Kinder. Das Ganze möchte ich ja, an der Stelle erwähnen, wird unterstützt von der Gemeinde mit einem Projekt Jung kauft alt. Da unterstützen wir aus der Gemeinde Familien, die alte Häuser aufkaufen und diese sanieren. Das finde ich ist eine sehr gelungene Sache. Mittlerweile laufen da so einige Förderungen in der Gemeinde. Ja, dann noch ein Dankeschön an die Familie Kessler, die heute Abend auch leider nicht dabei sind. Die haben ein privates Museum bei uns in Streitberg. Wer Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen und sich die Westersbacher Keramik ansehen. Da ist es so, dass man eine komplette Scheune umgebaut hat zum Museum und hat die komplette Geschichte der Westersbacher Keramik hier nochmal aufgezeigt und abgebildet. Im Übrigen hat die Familie kürzlich den Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises erhalten, der mit 3.000 Euro dotiert ist. Dann ein Dankeschön an meine Frau, die heute nicht dabei ist. Sie ist Mediengestalterin, hat uns diese Banner und diese ganzen Präsentationen erstellt. Aber auch ein Dank an Oliver Kospo, er ist dabei, er ist unser Gartendesigner und hat immer fleißig mitgeholfen, dass es so schön grün im Ort ist, wie es ist aktuell. Oliver, danke. Von daher meine Bitte oder ein Slogan, gestalten statt verwalten. Ich glaube, manchmal verwalten wir noch ein bisschen zu viel, anstatt zu gestalten. Da sollte man vielleicht ein bisschen aktiver werden. Ja, was wir uns wünschen in Streitberg. Was wir uns wünschen in Streitberg wäre der ein oder andere Bauplatz. Leider sind wir da jetzt aktuell noch nicht vorangekommen. Ich hoffe, dass das passieren wird mit dem Dorfentwicklungsprogramm und unserem Leerstandskataster, was wir anpeilen. Ich hatte jetzt in den letzten beiden Jahren 6 Anfragen von jungen Leuten, die Bauplätze haben wollten bei uns im Dorf, aber leider konnten wir da bisher noch nichts aufbieten. Das finde ich ist eine Sache, die sich ändern sollte. Und wenn es durch Schließung von Baulücken oder Ähnlichem passiert. Ja, ansonsten, Erfolg besteht aus 3 Komponenten. Leidenschaft, harte Arbeit und dem unbeirrbaren Glauben an die Zielerreichung. Meine Erfahrung seit 2016 ist, den Glauben an die Zielerreichung darf man, weiß Gott, nicht verlieren. Weil sonst muss man es wirklich sein lassen, diese Themen im Ehrenamt zu machen. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ich denke, man kann auch etwas erreichen. Ja, ansonsten herzlichen Dank, vor allem auch an die Jury, die uns besucht hat. Vielen Dank für die Einladung heute nach Waldeck-Frankenberg und dann hoffe ich auf einen schönen Abend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Gast, Sie sind Gast hier. Jetzt haben wir uns ein bisschen informieren können, wie es in Streitberg aussieht. Toll, was eine kleine Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen kann. Und selbstverständlich sollen Sie auch ein kleines Geschenk mitnehmen. Und ich möchte ganz kurz nur erläutern, was wir uns überlegt haben. Ich versuche jetzt das auch so ein bisschen wie der Herr Schwächel im Platt. Wir haben Ihnen eine Aale Wurst eingepackt. Sie wissen, das ist eine ganz besondere nordhessische Spezialität. Wir sind ganz stolz drauf. Die kommt von nirgends anders her als aus unserem Landkreis, denn da schmeckt sie auch am besten. Und von einem Freienhagener Metzger sowieso.
Dann gibt es hier noch, und die sind da, ich muss hier gucken, wie das ausgesprochen wird, Kimchi. Das werden die Jugendlichen wahrscheinlich eher kennen, ich weiß es nicht. Es ist ein koreanisches, fermentiertes Gemüse, welches natürlich auch auf freien, hellgener Boden gewachsen ist. Das ist ganz besonders eingelegt, die Kommission. Wir haben vorhin gehört, Herr van der Horst, wir hatten es gut, wir durften das probieren. Sie sollen es natürlich auch probieren, denn Freienhagen hat, wir werden gleich noch mehr von Freienhagen hören, auch eine solidarische Landwirtschaft, Solawi. Ich glaube, der Herr Florian Forte und die Christiane, die sind, glaube ich, hier. Ich habe sie jedenfalls vorhin gesehen. Also auch das extra für Sie in das Körbchen gepackt. Und dann, wir haben einen Unverpacktladen, ganz modern hier in Freienhagen. Und dort gibt es eingelegte, getrocknete Tomaten, die heißen Kabuljatu. Sie sehen, Freienhagen ist nicht am Ende der Welt, ganz modern. Das hat die Frau Di Stefano in ihrem Laden hergestellt und verkauft es dort, Grundlage für Soßen oder Sonstiges. Herr Gast, ich komme zu Ihnen runter, sonst komme ich mir so ein bisschen vor wie auf so einer Bütt. Wir sind auch nicht ganz mit leeren Händen gekommen, kleinen Moment. Die Besprechung ist zu spät. Das sollte auch keine Besprechung sein. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für Ihre Arbeit. Das ist jetzt ein selbstgemachter Likör. Selbstgemachter Likör aus Spreitberger Früchten. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Für Herrn Sprechel habe ich auch noch einen Likör. Als Ortsteilbürgermeister, vielen Dank. Vielleicht können wir nach der Gemeinde am Schluss. Ja, Sie haben vorhin, als Sie sich hier so gesammelt haben, schon ein paar Bilder von Freienhagen gesehen. Wir hatten sogar überlegt, ob wir Sie mit einigen Gefährten durch den Ort noch führen. Das war von der Jahreszeit her ein wenig zu spät. Und da hat die allseits aktive Frau Schäfer sich bereit erklärt, Ihnen Freienhagen ein wenig vorzustellen. Und ich möchte betonen, das sind zwei Sieger. Sie sind zwar auf zwei Plätze gekommen, aber Sie sind ja beide sehr erfolgreich in den Landesentscheid gestartet. Insofern brauchen Sie sich nicht hintereinander zu verstecken. Frau Schäfer, ich bitte nun, dass wir Freienhagen näher kennenlernen. Ja, vielen Dank, Frau Göbel, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also mein Name ist Damaris Schäfer. Ich bin im Vorstand der Landfruchtwende, einem Förderverein zur Dorfentwicklung Freienhagen, den wir erst vor kurzem oder vor zwei Jahren gegründet haben. Und heute Abend habe ich die Aufgabe bekommen, die sportliche Aufgabe, Ihnen in 5 Minuten, meine Zeitvorgabe war 5 Minuten, Frau Göbel. Ihre Antwort, die Frage zu beantworten, die Sie wahrscheinlich alle mitgebracht haben, warum wir und nicht ihr? Also warum sind wir ja dann doch, haben wir doch den 0,5-Punkt noch bekommen? Und da es ja draußen schon dunkel ist und 5 Minuten für die Reise durch den Ort nicht reichen, möchte ich Sie gerne mit auf eine virtuelle Reise nehmen. Wir starten in der Kirche, so haben wir auch bei dem Wettbewerb gestartet. Da haben wir auch einen Überblick gegeben über Eckpunkte von Freienhagen, über unsere Infrastruktur, unsere Verluste, unseren Bestand und das, was wir alles an Zugewinn hatten in den letzten Jahren. Und natürlich haben wir auch einen Überblick gegeben über die 4 verschiedenen Bewertungsfelder. Und zum Bewertungsfeld 1 haben wir haben jeweils so Top 5 ausgewählt, was wir da im Rahmen der Zeit des Wettbewerbs vorstellen können. Heute Abend habe ich daraus, weil ich ja nur die 5 Minuten hatte, nur 2 Punkte rausgegriffen. Der eine Punkt ist eben die Gründung des Fördervereins Landfluchtwende, die sich zum Ziel gesetzt hat, Freienhagen lebendig zu gestalten. Und das machen wir mit einem 10-köpfigen Steuerungsteam.
Da oben sind nur 8 zu sehen, aber insgesamt sind es 10. Und wir haben 5 Schwerpunkte, Entwicklungsschwerpunkte, die wir in 5 verschiedenen Teams vorantreiben. Das ist zum einen das Team Dorftreff. Das ist unser altes Rathaus, was im Moment gerade sehr im Umbau ist. Da soll ein neuer Dorfmittelpunkt entstehen. Das Team Baubelebung, das Team Biodiversität und Klimaschutz, das Team Mobilität und das Team Öffentlichkeitsarbeit. Ein weiteres Highlight aus diesem ersten Bewertungsfeld war ein Handwerksbetrieb, die Kälteschmiede Schäfer, die hier von, da ist der Kindergarten auch aufgetreten, hat natürlich ein Softeis da im Gegenzug bekommen. Also ein Handwerksbetrieb in den letzten 5 Jahren, vor 5 Jahren gegründet und bietet Arbeitsplätze hier vor Ort. Dann sind wir weitergegangen in den Biotreff. Frau Göbel hat es eben schon erwähnt, im alten Edeka-Markt. Also den Edeka haben wir verloren, aber wir haben neu gewonnen, einen Biotreff, Unverpacktladen mit sehr schönen Köstlichkeiten. Im zweiten Bewertungsfeld haben wir auch eine Auswahl getroffen. Für heute Abend eine kleine Auswahl. Der Frankreich-Austausch hat bei uns eine lange Geschichte. Das ist ein Bild von diesem Jahr, wo die Franzosen, die Partnerstadt ist Candé, wo die Franzosen hier in Freienhagen waren. Und eine noch längere Tradition hat bei uns die Schützengilde. Da haben wir auch im nächsten Jahr das historische Freischießen. Im Bewertungsfeld 3, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung, haben wir für heute Abend ein Praxisbeispiel ausgewählt, die Umnutzung der ehemaligen Waldecker Bank zur Massagepraxis und zu Wohnungen. Die haben wir in der zweiten, im Landesentscheid konnten wir dann die Massagepraxis schon begehen, weil die vorher noch nicht richtig eröffnet hatte. Und ein weiteres Highlight haben wir ausgewählt, wie wir mit Denkmälern umgehen, hier das ehemalige Wasserwerk, was zu Ferienhäusern umgebaut werden soll. Im Bewertungsfeld 4 hat das Team Biodiversität und Klimaschutz auf der linken Seite mal dargestellt, genau die Projekte außerorts, auf der rechten Seite die Projekte innerorts, die sie schon umgesetzt haben. Und im Rahmen des Wettbewerbs haben wir uns innerorts dann ein Staudenbeet angeschaut. Außerorts sind wir mit dem Elektrobürgerbus verschiedene Anpflanzungen abgefahren und haben die besichtigt. Außerdem haben wir vom Vorsitzenden der Holznutzungsberechtigten noch die Situation im Wald erklärt bekommen und überhaupt Energie aus dem Wald war hier das Thema, Energie aus Restholz. Den Abschluss haben wir auf unser Hof gefeiert, der solidarischen Landwirtschaft, wo es eben dieses fermentierte Gemüse auch zu probieren gab, mit buntem Rahmenprogramm, mit Herzblut und Leidenschaft und toller Feier im Anschluss in weiser Voraussicht. So sehen nämlich Sieger aus. Herzlichen Dank. So, und jetzt bitte ich die Landjugend aus Basdorf auf die Bühne, die uns, wie Sie sehen, die haben sich schick gemacht und einige Orte, da haben wir das auch erlebt und da haben wir gedacht, das passt ganz gut, mit einem traditionsmäßigen Tanz erfreuen möchten. Vielen Dank. Thank you.
Ja, vielen, vielen Dank der Landjugend. Ich finde es immer wieder schön, wenn junge Leute die Tradition eines Dorfes erhalten, aber auch gleichzeitig einen Ort so sehr nach vorne bringen mit den Aktionen, die sie auch machen. Das, finde ich, kann man heutzutage nicht hoch genug einschätzen. Und ich hoffe, Sie sind alle gerne Barsdorfer und bleiben es oder kommen wieder, um Barsdorfer wieder zu sein. Ganz toll, vielen Dank. Auch Sie sollen natürlich, meine Kollegin Hilf, noch ein kleines Geschenk bekommen. Und auch für die Südhessen. Das hier nennt man ein Waldecker Flachgeschenk. Ich weiß nicht, ob Sie sowas auch haben. Das sind immer noch fast die besseren Geschenke als die, die sowas darstellen. Ja? Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank und wir verabschieden Sie erstmal, sind noch nicht ganz entlassen, mit einem großen Applaus von der Bühne. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu dem offiziellen Teil dieser Veranstaltung, zur Verleihung der Urkunden. Und ich bitte schon einmal auf die Bühne Herrn Landrat van der Horst, Herrn Abteilungsleiter Michel aus dem Main-Kinzig-Kreis und Frau Maria Roth-Peters für den Hochtaunus-Kreis. Aber bevor wir zu der offiziellen Übergabe der Urkunden für die Orte kommen, möchte ich denen danken, ohne die diese Platzierung nicht möglich gewesen wären, den Mitgliedern der Bewertungskommission. Sie sind unermüdlich gefolgt, selbst bei großer Hitze und selbst wenn ich manchmal einen harten, soldatenmäßigen Ton anstimmen musste, haben fachkundig und interessiert die vielen Informationen aufgenommen. Sie sind heute leider nicht alle da, einige sind krankheitsbedingt oder haben andere Termine nicht da. Das ist die Frau Brandes, der Herr Rubi, der Herr Ruppel und der Herr Kiefer, die lassen sich entschuldigen. Aber ich bitte auf die Bühne Herrn Hagen Hühn vom Main-Kinzig-Kreis, Abteilung Ländlicher Raum. Komm hoch. Herrn Sebastian Holz aus dem Hochtaunus-Kreis vom Fachbereich Ländlicher Raum. Und Herrn Axel Marburg, wir haben uns noch gar nicht gesehen, Leiter des Fachbereichs Bauverwaltung der Stadt Hatzfeld. Die Bühne ist so groß, sie drücken sich am Rand rum. Und ich nutze die Zeit und möchte gern im Namen der Kommissionsmitglieder eine kleine Rückschau halten der unvergesslichen Bereisungstouren. Wir wurden von diversen Fahrzeugen gezogen. Es waren sogar knatternde, sehr schicke, blank polierte Oldtimer dabei. Wir hörten Musik, sangen auch mal mit. Wir sahen Tänze und Sportliches von groß und klein. Wir erfreuten uns an Trachten und schicken Uniformen. Man versuchte, uns mit Geschenken zu beeinflussen. Wir bekamen selbstgebasteltes, ganze Bäume wurden uns überreicht in Barsdorf. Es wurde uns Honig um den Mund geschmiert. Wir genossen Kaffee, selbstgebackenen leckeren Kuchen, warmes Brot
oder dekorativ verzierte Schnittchen. Wir erhielten Kostproben von heimischen Metzgern, Bäckern und Direktvermarktern. Tja, man wollte uns sogar locken mit Hochprozentigem. Das fürchteten wir nicht und tranken Schnaps auch noch bei 35 Grad. Wir ließen uns aber nicht beeinflussen. Dafür möchte ich den Kommissionsmitgliedern herzlich danken, dass sie stets den Durchblick behielten, auch wenn es sehr schwierige, lange Stunden der Entscheidung und solch knappe Ergebnisse waren. Ich glaube, wir waren insgesamt sehr zufrieden und haben uns sehr über Ihre Darbietung und Ihre Darstellung Ihrer Heimatorte gefreut. Vielen, vielen Dank auch den Kommissionsmitgliedern. Und jetzt geht's los, machen Sie sich bereit. Neben dem offiziellen Preisgeld, ich hoffe, das ist bei allen angekommen, möchte ich doch nochmal erwähnen, dass auch alle drei Landkreise einvernehmlich jeden Ort mit 500 Euro Teilnahmeprämie, so möchte ich es mal nennen, zur Würdigung ihrer ehrenamtlichen Aktivitäten beigesteuert haben. Das ist nicht selbstverständlich. Bei uns im Landkreis ist es erstmalig und ich möchte mich bei allen drei Landkreisen, ruhig ein bisschen nach vorne jetzt, auch ganz herzlich bedanken. Und für Sie, manchmal ist es ja auch noch besser als Geld, eine besondere Ehre, nämlich eine Urkunde der Ministerin Priska Hinz zu erhalten, die wir Ihnen gleich verleihen möchten. Was kurzes Organisatorisches, es geht los mit den erfolgreichen Orten in alphabetischer Reihenfolge und ich bitte Sie, alle, die Sie da sind, von den Orten nach vorne zu kommen, die, die möchten, die verantwortlich waren. Selbstverständlich können Sie auch Ihren Bürgermeister mitbringen oder wer sonst so dabei ist. Und auch deren Kommunen möchte ich mal sehr herzlich für die Unterstützung danken. Sie helfen ihren Orten oft unproblematisch, unbürokratisch mit dem Bauhof, mit Geräten oder was immer Ihnen möglich ist. Auch hier ein herzliches Dankeschön. Mein Chef, Herr Dr. Römer, möchte ganz gerne immer ein Foto machen. Bleiben Sie also noch ein Weilchen auf der Bühne stehen, dass wir ein kleines Erinnerungsbild machen können. Jetzt geht's los mit Battenberg, Eder, Leisa. Gesehen, Herr Paulus ist da. Weiß nicht, wen er nicht. Ich sehe hier nichts mehr. Und wir haben es so gemacht, es tut mir sehr leid, noch nicht alle Protokolle fertig. Sie werden ansonsten die Protokolle und auch die Durchschriften an Ihre Kommunen auch in dieser Urkunde finden. Ja, herzlichen Glückwunsch für Ihren tollen Auftritt von Leiser. Ich könnte Ihnen das sagen. Leiser. 564 Einwohner, der Ortsvorsteher Paulus ist hier sehr erfolgreich und vielleicht auch ein wenig geschluckt, dass es diesmal nicht so der ganz erste Preis war, aber Sie sehen, es ist verkraftet, auch die Leiser haben den Weg nach Freienhagen gefunden. Vielen Dank. Und jetzt ist es zusammen. Oh, wunderbar. Jetzt hier. Und nochmal. Ja, danke schön. Als nächstes bitte ich nach vorn Diemelsee-Adorf.
Herr Ortsvorsteher Kraus, Herr Bürgermeister Becker habe ich entdeckt. Kommen Sie zuhauf nach vorne, bitte. Adorf ist einer der ehemaligen Förderschwerpunkte Dorfentwicklung. Und wenn man so lange in einem Landkreis tätig ist wie ich, dann kennt man, ich hätte fast gesagt, die Pappenheimer so allmählich. Schön, dass Sie alle da sind und einfach auch nicht müde werden, den Ort zu gestalten. Hat ähnlich wie Leisa das Glück, dass Sie jetzt sogar ein zweites Mal in der Dorfentwicklung sind. 1505 Einwohner, also ein Ort der größeren. Nochmal. Und es geht weiter mit Lichtenfels Radon. Radon hatte auch Premiere, 291 Einwohner. Und ich habe gesehen, Herr Bürgermeister Scheele und auch die Frau Ortsvorsteherin Uschi Müller, Kollegin, sind da. Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir in den Süden, Steinau an der Straße Sarot. Ich glaube allerdings, davon ist niemand da. Oder? Da bitte ich den Kollegen vielleicht des Main-Kinzig-Kreises, die Urkunde entgegenzunehmen. Ja, wenn wir machen, dann ja, okay, ja. Okay, dann machen wir das so. Auf der Art hat es verdient. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Und gleich kann er eigentlich oben bleiben, weil auch aus Ulmbach. Ein großer oder fast der größte Ort, 1537 Einwohner, ist niemand da. Herr Bürgermeister Zimmermann ist erkrankt und Herr Happ auch. Usingen-Kranzberg. Ich habe immer gefragt, heißt es Kranzberg oder Kranzberg? Ich habe gelernt, Kranzberg. 1611 Einwohner. Der Herr Bürgermeister Wernand hat sich entschuldigt. Der erste Stadtrat Reinhold Bayer. Bitte? Ich höre gerade, die sind irgendwie sehr schnell, haben die sich reduziert, die eins war zu viel. Ja, natürlich, der Sebastian, komm hoch. Und hier haben wir die Besonderheit, das ist aber hoffentlich richtig, dass Sie eine Interessengemeinschaft haben. Ja, nicht, dass ich hier falsch bin. Dieser Ort hat keinen Ortsbeirat, es fanden sich irgendwie nicht so richtig Freiwillige, sage ich jetzt einfach mal, und haben uns etwas präsentiert, was wir so nur noch einmal gefunden haben, denn die haben eine Interessengemeinschaft gegründet und haben, ähnlich wie in Freienhagen, sich verschiedenen Themen gewidmet und stecken so in den Anfängen, möchte ich mal sagen. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Habe ich sehr gute Erinnerungen dran, denn da waren die Autos so schön. Thank you.
Okay, vielen Dank. Föhl-Asel, das war unser Start in die Bereisungstour. 210 Einwohner, ganz idyllisch gelegen. Man muss es vielleicht ein bisschen suchen. Ich habe gesehen, Herr Bürgermeister Karlhöfer ist hier, Ortsvorsteher Ruch, Herr Baumann. Sehen Sie mal, was so ein kleiner Ort auf die Beine stellt. Da zeigt sich ein klein, aber oho, würde ich sagen. Danke. Ich muss uns zwei auf beide stellen. Da müssen wir uns mal ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, also Zweierreihe oder so. Ja, das ist ein bisschen hinter. So, das sieht jetzt ganz gut aus. Alle drauf, wenn alle nicht sehen, sehe ich sie auch. Ja. Jetzt. Und noch eins. Noch eins. Noch ein kleiner Ort, ähnlich wenige Einwohner, 261, Willingen-Böhmichhausen. Aber ich glaube, davon ist heute niemand hier. Das werde ich dann persönlich nach Willingen beim nächsten Besuch bringen. Ja, jetzt wird es allmählich spannend, aber es geht erstmal weiter mit den Sonderpreisen. Sie wissen, je Bewertungskriterium wurde ein Sonderpreis verliehen und der war dotiert mit 1.000 Euro Preisgeld. Auch das erstmalig so hoch. Und ich glaube, ich kann mit etwas Stolz sagen, dass unser Landkreis, da nehme ich mir das Recht raus, vor vielen, vielen Jahren mal diese Idee der Sonderpreise auch eingeführt hat. Damals haben wir noch etwas kämpfen müssen beim Regierungspräsidium. Und ich bin sehr froh, dass diese Idee aufgenommen wurde, denn für uns ist es eine Gelegenheit, ganz besondere Aktivitäten auch einmal herauszustellen. Das war für den Bereich 1 Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen Usingen-Kranzberg mit dem offiziellen Text für die Entwicklungsstrategie der Kindertagesstätte durch das Projekt Kindergarten. Und zwar wurde in einem großen Bereich neben dem Kindergarten den Kindern Natur und Landschaft durch den Bau einer Lehr- und Lernfläche auf einem Privatgrundstück mit Anbau und Pflege von Kräutern, Obst- und Gemüsepflanzen, Errichtung eines Bienenhauses, Durchführung von Waldtagen und so weiter, Natur und die Nähe zur Natur, das Arbeiten in und mit der Natur näher gebracht. Das war wirklich ein außergewöhnliches Projekt und hat zu einem Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro im Bereich 1 geführt. Usingen-Kranz. Für den Bereich 2, Steinau an der Straße Ulmbach, war ja nun keiner da, aber der Kollege steht vorne, für die Um- und Weiternutzung des ehemaligen Nahkaufladens zur Flüchtlingsoase. Das war ein ehrenamtlicher Aufbau eines multifunktionalen Zentrums, so haben wir es mal genannt, in einem leerstehenden ehemaligen Nahkaufladen in der Ortsmitte, mit Betreuung einer Kleiderkammer, die Einrichtung eines Treffpunktes als Café, Sprachunterricht für Flüchtlinge und Personen mit Migrationshintergrund gab es dort auch und auch Hilfe bei den Hausaufgaben. Alles ehrenamtlich organisiert. Tolles Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren davon doch sehr überzeugt.
Bereich 3, Diemelsee-Adorf, Baugestaltung und Siedlungsentwicklung. Wir hatten gerade schon gehört, ein Ort, der zum zweiten Mal in der Dorfentwicklung ist, hat einen Sonderpreis bekommen für die Steigerung der Attraktivität des Dorfes durch Folgenutzung leerstehender Gebäude sowie Sanierung von Bausubstanz. Dort wurde zum Beispiel ein Elektroladen, der leer fiel, zur Pflegestation der Diakonie ausgebaut. Es gab eine Eisdiele, ein Café mit Verkauf regionaler Produkte in einem leerstehenden Gebäude direkt an der Hauptstraße. Und es gibt ein Konzept der Daseinsvorsorge in einem ehemaligen Einkaufsladen, also so klassische Gebäude, die, wie wir wissen, ja dann Probleme bereiten, wenn dieses Angebot nicht mehr da ist, wurden sinnvoll umgenutzt. Das hat uns sehr beeindruckt. Und last but not least, diejenigen, die hier zuhauf auf der Bühne stehen und das kleinste Ort sind, Vöhl-Asel, erhielten für den Bereich 4 einen Sonderpreis, Grüngestaltung im Dorf und Bezug zur Landschaft, für den Wissenstransfer im Bereich Fauna und Flora. Es gibt ein Projekt eines Fledermaus-Lehrpfades schon seit langen Jahren. Es werden Nistmöglichkeiten angebracht, dorfgerechte Gestaltung von Freiflächen. Es wurde ein sehr schöner, großer Sitzplatz als Freizeitanlage mit Wassertretbecken, mit naturnaher Gewässergestaltung, einem Staudenbeet, Verwendung dorfgerechter Pflanzen als Stichpunkt und noch die dazugehörigen Schautafeln zur Erläuterung angelegt. Für solch einen kleinen Ort wirklich viel, viel zum Thema Grün gemacht. Besuchen Sie Asel einmal, dann werden Sie es bemerken. Ja, jetzt wird es langsam spannend und teuer. Platz 5, 384 Einwohner, seit langem, langem bekannt und wir haben sie gerade schon aktiv erlebt. Vöhl-Basdorf, Bürgermeister Karlhöfer steht schon hier vorne, ein Ort, der lange Jahre in der Dorfentwicklung war, vorher beim Wettbewerb mitgemacht hat und ich kann mich erinnern, wir standen mit etwas betroffenen Mienen vor einer wirklich, ja, etwas desolaten Ortsmitte, so möchte ich es mal bezeichnen. Wenn Sie jetzt durch Basdorf kommen, können Sie sehen, diese Ortsmitte ist gestaltet und man ist, das finde ich immer das Schöne, nie müde geworden, weiterzumachen. Nach der Dorfentwicklung hat man beim Wettbewerb wieder teilgenommen, es bis in den Landesentscheid geschafft. Dort waren Sie sehr erfolgreich. Es ist immer wieder ein neuer Wettbewerb. Insofern gibt es dann auch immer wieder neue Platzierungen, aber ich glaube, ja, man kann sagen, Basdorf wird nicht müde, erfolgreich zu sein. Ja, verstecken sich alle. Platz, ja, genau, das finde ich gut. Ja. Da müssen wir jetzt natürlich noch mal ein neues Gruppenbild machen, ne? Danke. Frau Göbel, Martin, ganz besonderen Gruß. Wir sind alte Sportsfreunde, muss ich dazu sagen. Deswegen, du hast jetzt mal die erste Halbzeit gewonnen. Aber die zweite kommt bestimmt. Das möchte ich nur als Kampfansage sagen.
und mich auch bei der Landjugend bedanken. Die hätten eigentlich einen ersten Platz gemacht, aber bei der Vorführung mussten wir sie leider abschneiden. Da hatten wir schon zu viel Zeit verbraucht. Das werden wir nächstes Mal besser machen. Herzlichen Glückwunsch, schönen Dank. Sehen mich also. Ja? Ja. Okay, dann geht's los. Eins, zwei, drei. Ein weiterer Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung gerade beendet und damit auch dem Ort ein neues Gesicht gegeben. Platz 4, dotiert mit 2.000 Euro, Frankenberg-Geismar. Der Herr Scholl ist, glaube ich, da. Schön, auch Sie haben ein paar Ihrer Mitstreiter mitgebracht. Zuerst wollten wir eine Kooperation machen, denn auch Geismar hat eine ganz aktive Landjugend, die genauso schöne Uniformen, hätte ich fast gesagt, Trachten hat. Das hat nicht ganz geklappt, weil die so aktiv sind, dass die sogar einen Wettbewerb heute haben. Ich finde es immer sehr schön, wenn ein Ort nie müde wird, trotz allen Dingen, die man schon erreicht hat, immer weiterzumachen. Respekt. In der Mitte, da ist mir viel zu viel Luft. Oh, kann das was werden? Noch eins. Und noch eins. Dankeschön. Platz 3, dotiert mit 3.000 Euro. 958 Einwohner. Wir gehen wieder in den Süden, in den Main-Kinzig-Kreis, Schlüchtern-Wallrot. Und hier erwarte ich jetzt aber auch ein paar Personen. Ich glaube, der erste Stadtrat, Herr Reinhold Bayer, ist da. Der Bürgermeister Möller ist, glaube ich, da. Der Ortsvorsteher Kempe ist, glaube ich, entschuldigt. Und der Herr Basermann müsste auch da sein. Ja. Ja. Ich will auch gar nicht sagen, den Wallrotern, das darf ich eigentlich auch gar nicht, wie eng das war. Ich habe es mal am Telefon etwas angedeutet, weil Sie wissen, leider dürfen wir Ihnen die Punktzahlen nicht mitteilen. Aber es war furchtbar enge. Lass mir die Mittelkammer. Ja, sehr genau. Machen Sie erst. Was, wohin erst? 1, 2, 3. Jetzt die Mitte. So, jetzt hier in die Mitte, bitte schön. Hey, da noch ein bisschen zusammen. Das sind die Löcher zu, das ist wichtig. Dankeschön. Und los geht's. Noch eins. Und das letzte. Dankeschön. So, ich sage mal, zweiter Sieger, aber ein Sieger. Brachtal Streitberg, wir haben es kennengelernt. Zweiter Platz, dotiert mit 4.000 Euro, auch ein Wort für solch ein kleines Dörfchen. Herr Bürgermeister Zimmer ist entschuldigt. Jetzt muss ich wieder auf den Zettel gucken. Tschitschka. War das so halbwegs richtig? Der Herr Beigeordnete, ich bitte Sie nach vorne. Und auch hier haben wir ja so eine Kombination, Ortsvorsteher Gast mit
den Eheleuten Roller und Co. waren da aktiv. Kommen Sie alle bitte nach vorne. Langsam füllt sich die Bühne und schön, dass man sie so gut einordnen und sehen kann, dass sie sich so rausgeschmückt haben mit ihren T-Shirts. Ändert sie sich doch wieder. Alles klar, los geht's. Noch eins. Und das ist schön. Fügen Sie sich ein. Ja, und jetzt kommt ein, wie heißt das so schön, doppelter Trommelwirbel. Und jetzt will ich was hören von den Gastgebern. Platz 1 dotiert mit 5.000 Euro. Herr Schwächel, Frau Schäfer und die Mannen und die Frauen aus Freienhagen. Allerherzlichsten Glückwunsch. Und auch hier will ich nicht verschweigen, habe ich gerade vergessen. Streitberg hat einen 5. Platz im Landesentscheid errungen und Freienhagen einen Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro. Auch das ist nicht selbstverständlich, denn hier sind nicht alle Orte mit einem Preisgeld bedacht worden. Also, Freienhägen auf Freienhagen, auf nach vorn! Thank you.
Herr Landrat Jürgen van der Horst, ländlicher Raum, großes Thema. Man hat früher immer so unseren Kreis so ein bisschen negativ geredet mit Hessisch-Sibirien und ihr da hinten. Und ganz schlimm war es immer, für Wiesbaden hörte Hessen in Marburg auf und dann gab es so ein Klecks oben in Kassel und dazwischen war die große Steppe. Inzwischen sind wir ja ein Kreis, mit dem man zählen muss, ne? Auf dem man zählen muss, mit dem man rechnen muss. Und das hat ja die Veranstaltung heute wieder bewiesen. Ja, ja, absolut. Der ländliche Raum ist attraktiv geworden, er ist reizvoll, er hat eine Menge zu bieten, ist heute deutlich geworden. Wir haben tolle Präsentationen gesehen mit Streitberg und Freienhagen, tolle Sieger, die gezeigt haben, welche Power auch hier oben im Norden auch gezeigt wird. Ich persönlich muss sagen, die Zeiten, wo man so ein bisschen verschämt in den ländlichen Raum geschaut hat, sind vorbei. Wir haben starke Wirtschaftsräume, wir sind tourismusstark, wir haben eine Menge zu bieten für die Menschen und so kann es weitergehen. Wir haben, Sie haben das gerade gesagt, starke Wirtschaftsräume. Waldeck-Frankenberg ist immer so ein bisschen Touristenmagnet in Hessen, komplett, außer Frankfurt, die vielleicht aber, weil die ja nun ein anderes Publikum anziehen. Aber wir haben auch Weltmarktführer in verschiedenen Industriebereichen. Das wird immer so ein bisschen vergessen, ne? Ja, absolut. Also ich möchte nochmal betonen, wir sind der führende Tourismusstandort im Lande Hessen, hier im Norden, aber wir sind auch stark aufgestellt in der Industrie. Beispiel Viessmann, weltweit bestens bekannt und bietet viele Arbeitsplätze, auch interessante Arbeitsplätze, die auch die jungen Menschen binden können. Und das ist unsere Zukunft. Ja, wir haben auch noch Conti, wir haben schon Viessmann erwähnt. Wir haben in Bad Arolsen hochinnovative kleine Unternehmen. Also der Kreis hat viel zu bieten. Ist das ein Trend? Sie waren lange Bürgermeister einer kleinen Stadt, die vielleicht auch mit oder haben vielleicht auch miterlebt, erst die Landflucht, also viele gehen weg vom Land und heute hat sich der Trend ja fast komplett umgekehrt. Nicht nur Zuzug, sondern viele, die mal weggegangen sind, kommen wieder zurück. Ja, tatsächlich. Und das ist auch das, auf das wir ein Stück weit setzen. Wir haben früher viele Menschen verloren im Rahmen der Bildungsmigration. Sie sind in der akademischen Laufbahn weggegangen und kamen dann nicht immer gleich zurück. Das ändert sich gerade. Viele suchen jetzt ihre berufliche Zukunft, wenn sie früher hier aufgewachsen sind, wieder in ihrer alten Heimat. Und zudem wollen wir auch Bildungsangebote, akademische Laufbahnen jetzt auch vor Ort anbieten, damit wir die Menschen gar nicht erst verlieren. Das ist unser wichtigstes Fund für die Zukunft. Man kann die Politik einiges machen, aber nicht alles. Und gerade der ländliche Raum lebt extrem vom Ehrenamt. Das fängt an bei der Feuerwehr. Ohne die läuft bei uns im Kreis so gut wie nichts. Oder es wären manche Dörfer schon in Schutt und Asche gelegt, wenn die nicht da wären. Bis hin zur Tierrettung, dann die Rettungssanitäter und Seniorenclubs. Also man kann sie gar nicht alle aufzählen. Das ist das Fund, auf dem wir hier auf dem Land auch wuchern können. Das Ehrenamt, das immer noch in den Dörfern stark vorhanden ist. Ja, auf jeden Fall. Hier ist das Ehrenamt nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wenn man jetzt mal, das hat man heute ja auch wieder mal gesehen, sich mal umhört, ist nahezu jeder in irgendeiner Form engagiert, kümmert sich um das Gemeinwohl in Vereinen, aber auch schlicht und greifend in Organisationen, wie jetzt wir es heute auch gesehen haben, dass sich Interessengruppen bilden, um zum Beispiel einen solchen Wettbewerb zu organisieren. Das ist ganz hervorragend, das ist die Stärke unserer Region. Wenn man heute so die Präsentation jetzt zum Schluss auf der Bühne gesehen hat, macht das einen als Landrat so ein bisschen stolz, was hier unser Landkreis, Süd, Nord ohne Unterschied, was die Orte da auf die Beine gestellt haben, was die an Leistung gezeigt haben, ist man dann gerne Landrat? Da ist man super gerne Landrat. Natürlich ist man da stolz. Das gilt aber auch für die Bürgermeister. Das hat man heute ja auch gesehen. Das ist mehr als vorzeigbar. Das sind tolle Menschen, die füreinander einstehen. Eine tolle Gemeinschaft. Und das macht ganz, ganz toll Spaß, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Das auch zu spüren und mitzunehmen, wie die Menschen sich für ihre Region auch einsetzen. Landrat Jürgen van der Horst, ja, vielen Dank. Danke auch. Ja, Jürgen Vollbracht, Bürgermeister. Erster Bürgermeister, muss man sagen, bei Freienhagen. So kann man sagen, ja. Nein, von der Großgemeinde Stadt Waldeck, Nationalparkstadt, hier Freienhagen, ein Stadtteil, hat es gerockt, ne? Ja. Ist man stolz drauf? Sehr stolz. Ein Stadtteil mit 10% der Einwohner. Ja. Freienhagen hat knapp 700 Einwohner, ne? Und Freienhagen hat sich unwahrscheinlich stark gemacht, unwahrscheinlich stark auch auf den Weg gemacht.
Und das ist halt ganz klasse, dass man wirklich hier merkt, die Dorfgemeinschaft wird durch diesen Wettbewerb enorm gestärkt. Ich habe eben Landrat Jürgen van der Horst gefragt, hier auf dem Land läuft ja ohne Ehrenamt nichts. Er hat gesagt, Ehrenamt ist nicht die Ausnahme bei uns auf dem Land, das ist die Regel. Und in der Regel braucht man ein, zwei, drei Macher, die eigentlich so ein bisschen Schwung in die Sache bringen und die Leute mitziehen. Und das scheint hier in Freienhagen so gewesen zu sein. Ja, das ist richtig. Also man braucht die Macher. Da ist sicherlich die Frau Schäfer eine herausragende Persönlichkeit auch, die da ganz viel auch Ideen hat und auch ganz viel voranbringt. Aber man braucht natürlich in den Orten die Familien, die das Ehrenamt stärken. Und ich sage immer, es sind die 10 bis 20 Familien in einem Ort, die den Ort hochhalten. Ja. Und hier in Freienhagen ist es gelungen, dass wirklich diese Familien sich aufgemacht haben, aber die Familien, Leute, die hier zugezogen sind, wirklich motiviert haben, mitzumachen. Und das ist wirklich klasse. Nun bist du Bürgermeister einer kleinen Stadt. Dem geht es finanziell immer schlecht. Das stimmt. Es geht aber auch großen Gemeinden finanziell schlecht. Das heißt, vieles, das die Politik gerne machen würde, kann sie gar nicht machen. Die Kommune, weil die Kassen klamm sind und andere Aufgaben sind. Ist man dann froh, wenn man solche Initiativen in der Stadt hat, die eigentlich auch noch Geld herbeibringen und sagen, damit können wir weiter wirtschaften? Ja, wir sind da sehr froh. Das ist sicherlich ein Tropfen auf den heißen Stein, das muss man ja so sagen. Ja. Was uns geholfen hat, Corona hat im Endeffekt nicht nur die Einwohnerzahlen, also demografischen Wandel eben stagnieren lassen oder sogar, dass wir leicht angestiegen sind in den Einwohnerzahlen, sondern es hat auch bewirkt, dass die Einnahmen, gerade Einkommensteueranteil, gerade auch die Gewerbesteuer, deutlich gestiegen ist und dadurch können wir ja unseren Haushalt nur ausgleichen. Ja, aber ausgleichen, ein schöner wäre ja ein Überschuss, weil natürlich, dann könnte man investieren. Ja. Ne? Die letzten zwei Jahre haben wir auch einen Überschuss erzielt. Das war wirklich sehr positiv. Vor drei Jahren hatten wir einen deutlich negativen Jahresabschluss in 2019. Und da mussten wir einfach deutlich auch auf die Bremse treten, auch bei den Ortszahlen. Jetzt können wir da wieder etwas mehr machen. Und wir hoffen natürlich auch über Einnahmen, gerade aus der Energienutzung, PV-Flächen, aber auch Windkraft. Da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten, aber wenn da Einnahmen in die Kassen kommen, dann kann man natürlich auch mehr Projekte umsetzen in den Ortschaften. Nichtsdestotrotz, heute ist nicht der Abend, um zu jammern. Das stimmt. Heute ist der Abend, um zu feiern, denn Freienhagen hat gerockt. Ja. Jürgen Vollbracht, Bürgermeister Nationalparkstadt Waldeck, vielen Dank. Herzlichen Dank. Der Herr Bürgermeister von Freienhagen, ich habe eben Jürgen Vollbracht im Interview gehabt, den Bürgermeister der Stadt Waldeck. Ist der erste Bürgermeister, ne? Und Freienhagen ist dann der zweite Bürgermeister. Freienhagen hat es gerockt. Wie stolz ist man? Ist ja nun eine Menge Arbeit, die man da reingesteckt hat. Das ist richtig. Freienhagen, ich sag mal, war ja immer lange als Stadt selbstständig, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ein Stück dieser Selbstständigkeit haben wir uns über die langen Jahre bewahrt. Und wir haben vieles anders gemacht, gerade auch so im Bereich draußen, Biodiversität, da haben wir vieles anders gemacht. Und das haben wir schon begonnen. Ich bin seit 2016 Ortsvorsteher und seitdem haben wir draußen einiges anders gemacht. Und ich denke, das erste Mal ist dieser Ort für sein Anderssein belohnt worden. Ja. Und da sind wir natürlich ganz stolz drauf, das ist so. Nun ist in den Interviews vorher mit Landrat van der Horst und Jürgen Vollbracht habe ich immer gesagt, Ehrenamt ist bei uns auf dem Land nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Feuerwehr, Landfrauen und so weiter. Aber es braucht auch Menschen, die motivieren können. Das ist hier in Freienhagen passiert. Man hat überzeugt, mitzuziehen, denn ohne die Einwohner geht es ja nicht. Ne? Das ist richtig. Der Ortsbeirat hat ja dann auch einiges seit 2016 anders gemacht. Und was wir gemacht haben, wir sind an die Leute drangegangen, die beruflich sehr erfolgreich waren, das sieht man ja auch. Und die haben versucht, für Projekte einzubinden. Das sind halt Leute, die nicht die Zeit haben, jedes Mal an jeder Stadtverordnetensitzung oder Ortsbeiratssitzung dabei zu sein, sondern die sich nur für Projekte engagieren. Das war unser Ziel und die haben wir greifen können. Und die bringen sich mit ihrem Wissen für den Ort ein. Und das hat uns natürlich enorm nach vorne gebracht. Das ist, ich sag mal, auch ein bisschen so Trend. Viele möchten sich nicht in der Kommunalpolitik engagieren, weil man oft den Eindruck hat, naja, bringt ja sowieso nichts. Und oftmals ist es auch so, das liegt nicht daran, weil die Kommunen oder Parteien nicht wollen.
sondern weil sie nicht können, denn da steht dann der Haushalt davor, die Landesgesetzgebung, oft werden ja Aufgaben von oben nach unten delegiert und dann steht die Kommune da und muss sehen, wie sie damit fertig wird. Hier hat man ja komplett eigenständig etwas gemacht mit Hilfe der Stadt, ist das so? Jein. Die Kommunalpolitik ist natürlich das Grundgerüst. Und wenn das Grundgerüst nicht stimmt, können wir nicht obendrauf satteln. Ja. Und viele, die dort auch tätig sind, sind natürlich auch in der Kommunalpolitik tätig. Und dadurch konnten wir in dem Moment, dadurch, dass wir ein Grundgerüst hatten, nach oben gut aufsatteln und das hat uns enorm geholfen. Ja, ich meine, also Kommunalpolitik ist, oder die kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage unserer Demokratie, ja, um das so mal zu sagen. Aber viele möchten sich nicht engagieren, weil zu viel Partei oft Gezänke drin ist bei manchmal, also dann lieber so engagieren, das meinte ich damit. Das ist richtig, der Trend ist da, das ist unbestritten richtig, nur man muss dann sehen, dass man mit dem Grundgerüst oder mit dem, so wie Sie es gesagt haben, dem Grundgerüst der Politik, der Kommunalverwaltung umgehen kann und dann das Beste daraus ziehen kann und dann mit dem, was die Bürger in den Projekten einbringen, obendrauf satteln und das benötigen wir, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt hat man ja einen tollen Preis, eine tolle Ehre, aber das bedeutet ja nicht zwangsläufig, alles bleibt beim Alten, jetzt ruhen wir uns mal auf den Lorbeeren aus. Ne? Jetzt muss es ja weitergehen. Das ist richtig. Im Außenbereich, sage ich mal, Biodiversität, was auch vorgestellt wurde, haben wir natürlich immer Arbeit, weil da sind die Entfaltungsmöglichkeiten, auch die Entwicklung oder das Entwicklungspotenzial relativ groß. Was im Ort erstmal passiert, ist der Umbau vom Rathaus, was wir jetzt stemmen müssen. Von daher, sage ich mal, sind wir für ein gutes Jahr noch mit in dem Bereich mit Arbeit ausgelastet. Und dann müssen wir sehen, wie sich der Dorfmittelpunkt, der Dorf entwickelt und müssen dann sehen, dass wir, wie es da weitergeht. Aber für das nächste gute Jahr sind wir mit den Projekten, die wir jetzt angefangen haben, erstmal ausgelastet. Alles gut. Herr Schwächel, bin ich so ein bisschen aus dem Tritt gekommen, weil die nette Dame durchs Bild gelaufen ist. Was wollte ich jetzt fragen? Jetzt ist es weg. Selbstverwaltung, ja. Nein, ganz was anderes. Ja. In Ihrer Begrüßung waren Sie ganz strack und haben Waldecker platt geredet. Ja. Fand ich gut, das ist authentisch. Ja, das ist meine Muttersprache. Bis zum 6. Lebensjahr habe ich nur diese Sprache beherrscht und habe erst in der Grundschule das Hochdeutsche gelernt. Das haben viele auf den Dörfern. Ja, die haben eigentlich auch im Südkreis, das Richtung Marburger Platt, die haben das alle gesprochen und in der Grundschule wurde ihnen dann mühsam Hochdeutsch beigebracht. Ja, das ist so, ja. Das ist so. Fand ich aber sehr authentisch und sehr gut. Und Frau Göbel hat ja nun Ahle Wurst verteilt. Das gehört aber nicht in unsere Gegend. Ne? Wir haben eine Stracke und wir haben eine Runde. Ne? Und wir sagen in Freienhagen Raudewurst. Raudewurst, ja. Ja, im Upland heißt dann Habermeier. Ja. Oder wir sagen hier unten im Edertal Stracke, aber nie Ahle Wurst. Nein, Raudewurst. So, das muss sein. Ja, ja. Herr Schwenkel, erstmal vielen Dank. Jetzt ist Zeit für Feiern. Jetzt werden die 5.000 Euro auf den Kopf gehauen. Ich bedanke mich fürs Interview und wünsche dem Ort mit dem, was wir erreicht haben, alles Gute auch für die Zukunft. Das wird so werden. Vielen Dank. Ja.